Moin Leute, ich möchte gerne die Reihe Frag Paddy wiederbeleben. Darin beantworte ich von Zeit zu Zeit eure Fragen in Form eines kleinen Mini-Videos. Der Pascal aus der Schweiz, der hat mir vor kurzem eine ganze Liste von Fragen geschickt in Form eines E-Mail-Interviews. Und da ich keine Lust hatte, die Fragen alle per Antwort zu tippen, dachte ich mir, ist das doch ein guter Anlass, um damit zu starten und diese Reihe wiederzubeleben. Ja, der zweite Eindruck von der D810 bestätigt eigentlich meinen ersten Eindruck. Ich finde, das ist eine richtig coole Kamera, bin also sehr zufrieden damit. Finde halt, da ist Nikon schon mal wieder ein ganz großer, sagen wir mal, ein guter Wurf mit gelungen. Besser werden meine Bilder dadurch auch nicht. Die große Auflösung, die ist zwar faszinierend und ich mag sie halt auch sehr, sehr gerne, aber im Endeffekt ist das Ganze natürlich auch etwas fehleranfälliger. Also hohe Auflösung heißt natürlich auch, dass man die Fehler eher sieht. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass die D810 schon ein ganz niedliches Schätzchen ist. Also ich glaube schon, dass die spiegellosen Kameras momentan im Vormarsch sind und dass es halt rein stückmäßig von den Absatzzahlen da steil nach oben geht. Ob die jetzt die reine Spiegel, also die klassische Spiegelreflexkamera verdrängt, keine Ahnung. Also ich denke mal, es werden schon nicht mehr so viele Spiegelreflexkameras verkauft, aber die klassische Spiegelreflex hat durchaus noch ihre Berechtigung. Also um ehrlich zu sein, ich glaube schon, spiegellos ist die Zukunft, aber eine genaue Prognose möchte ich da ehrlich gesagt nicht abgeben. Dafür sind andere da. Nur eine Kamera und ein Objektiv. Mensch, du kannst Fragen stellen. Die Frage ist gar nicht so einfach. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was man macht und in welche Richtung man gehen will. Aber ich glaube, insgesamt würde ich dann wahrscheinlich schon zu einer spiegellosen, also irgendwas kleinerem greifen. Also nach aktuellem Stand wäre es höchstwahrscheinlich eine OMD, vielleicht auch eine andere spiegellose. Ich muss jetzt sagen, mit Fuji oder Sony habe ich nicht so viel Erfahrung, die würden aber eventuell auch in Betracht kommen. Aber ich denke mal, auf jeden Fall wäre es eine relativ kompakte spiegellose Kamera. Vom Objektiv her würde ich mich wahrscheinlich auf den Klassiker 50 mm stürzen. Also muss man dann natürlich umrechnen, je nach Kropffaktor, aber ich denke mal 50 mm, da würde ich schon ganz glücklich mit werden. Oder 35? Ein Objektiv? Okay, 35. Nee, 50. Nächste Frage. Ja, der Fokus, der liegt bei mir schon auf der Menschenfotografie, also Porträts, People, Hochzeiten, da mache ich natürlich am meisten. Aber ich sage immer, dass die Menschenfotografie, das ist im Prinzip so der Kern meiner Arbeit. Das ist natürlich auch das, wo ich am meisten mache und das Geld verdiene. Und alle anderen Arten von Fotografie sind quasi mein Hobby. Also ich fotografiere auch unheimlich gerne Landschaften. Ich mache auch Streetfotografie, Architektur und so weiter. Aber das ist dann halt, das ist dann halt so mein Hobby. Also ehrlich gesagt bin ich auf keins meiner Fotos übermäßig stolz. Das ist ganz komisch, aber am meisten beschäftigen mich immer die Bilder, die ich jetzt gerade gemacht habe. Und ich gucke eigentlich immer nach vorne auf das nächste Bild und gar nicht so sehr auf die Bilder, die ich gemacht habe. Ja, Lightroom ist natürlich schon bei mir das Mittel der Wahl, also das Hauptwerkzeug, das ich benutze. Dementsprechend ist Lightroom auch bei mir wichtiger als Photoshop. Die Bearbeitung von einem Bild darf bei mir eigentlich nie länger als 2-3 Minuten dauern, was einfach, das kommt bei mir so ein bisschen daher, dass ich natürlich immer bei Hochzeiten sehr, sehr viele Bilder bearbeite. Und wenn man bei Hochzeiten das Ganze hochrechnet, also 500 Bilder mal, 2-3 Minuten ist halt auch schon eine ganze Menge Zeit, aber kann natürlich auch mal vorkommen, dass ich einzelne Bilder habe, an denen ich mich länger auslasse. Grundsätzlich aber so kurz wie möglich, denn ich bin lieber Fotograf als Bildbearbeiter. Der
Der Weg in die Selbstständigkeit war bei mir schon so ein schleichender Prozess. Also das hat sich so nach und nach ergeben. Ich hatte ja nebenbei angefangen, Workshops zu geben und damit quasi so ein bisschen mein Hobby finanziert. Und so reifte das Ganze. Aber ich sag mal so, der Initialfunke war halt, dass ich irgendwann bei meinem alten Arbeitgeber in der Agentur saß und mir dann irgendwann die Frage gestellt habe, ist es das, was du quasi bis in dein Rentenalter machen willst, da in so einem Büro zu sitzen und ja, irgendwelche Marketinggeschichten zu machen. Und ja, von dem Moment an war eigentlich klar, nee, das willst du nicht machen. Lieber irgendwas, wo du Spaß dran hast. Und das war dann quasi der Funke, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also so ein Vorbild, so richtig, dass ich sage, Mensch, das ist unbedingt mein Vorbild, habe ich jetzt eigentlich nicht so. Es gibt so ein paar Fotografen, wo ich schon sage, hey, die sind ziemlich cool. Also Annie Leibovitz gehört dazu, die mag ich halt sehr, sehr gerne, weil die halt meiner Meinung nach ein sehr gutes Händchen dafür hat, Kunst und Kommerz miteinander zu verbinden. Also halt ist schon hohe Kunst, was sie macht, aber sie schafft es halt auch, das Ganze entsprechend ja, an den Mann zu bringen und kommerziell zu vermarkten. David Drebin finde ich sehr cool vom Stil her. Das ist, seine Aufnahmen mag ich sehr gerne. Also den Farbstil, den Fotostil, Lichtstil, aber halt auch die Motive. Naja, und natürlich der alte Meister Helmut Newton. Aber das ist ja fast schon, das ist ja schon zu einfach, den als Vorbild zu haben, oder? Newton? Hey, Newton ist cool. Müsst ihr euch mal Helmut Newtons Polaroids angucken. Das hat schon was. Ja. Ansonsten gucke ich mir natürlich unheimlich viel andere Fotografen an, deren Arbeit und lasse mich da inspirieren. Aber echt, das wechselt ständig. Frag mich morgen nochmal, da habe ich eine andere Antwort. Ja, welche Plattform ist denn für mich am wichtigsten von diesem ganzen Online-Gedöns? Also ich muss sagen, am wichtigsten ist schon mein eigener Blog. Denn der Blog ist halt meins und das nimmt mir keiner weg. Und da kann ich halt tun und lassen, was ich will. Facebook ist natürlich wichtig, was die Verbreitung angeht. Darüber erreicht man halt viele Leute, aber Facebook nervt einfach. Also Facebook ist einfach nur noch anstrengend und ich glaube halt auch, dass sich das Thema Facebook in den nächsten 2-3 Jahren ganz extrem wandeln wird. Ja, und YouTube, naja, wahrscheinlich guckt ihr dieses Video gerade auf YouTube, also ist schon auch nicht ganz unwichtig, ne? Aber mein Blog ist schon mein Liebling. Ja, die Frage nach dem Systemwechsel, die taucht natürlich immer wieder auf, aber um ehrlich zu sein, finde ich das mittlerweile ein bisschen lästig, darüber zu diskutieren, ob ich nun mit Canon fotografiere oder ob ich mit Nikon fotografiere oder was weiß ich, Fuji, Olympus, Sony. Ganz ehrlich, es bringt nicht viel und ich habe auch noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, jetzt von dem Nikon-System zu wechseln, weil ich meine, mal ehrlich, im Grunde genommen kommt man doch nur vom Regen in die Traufe. Die Fotos werden nicht wirklich besser, sie werden vielleicht ein bisschen anders und im Endeffekt sind die einzigen Gewinner die Kamerahersteller, die sich dadurch die Taschen voll machen, denn Systemwechsel ist teuer. Zehn Jahre, nee, also das dauert ja noch ein bisschen, bis das Blog 10 Jahre wird. 2006 wurde das Ganze, habe ich mit dem ganzen Kram gestartet. Also ein Beitrag, der mir in Erinnerung geblieben ist, lustigerweise ist das einer, den ich nicht mal selber geschrieben habe. Meine Frau hat einmal einen Blogbeitrag geschrieben und zwar mit dem Titel Wer ist Uschi Blum? Das war so eine Kunstfigur von Harpe Kerkeling. Und lustigerweise hatte sie darüber was geschrieben und nachdem sie das geschrieben hatte, ein paar Tage später wurde dieses Thema Uschi Blum in irgendwelchen Fernsehsendungen thematisiert. Und das war übrigens das erste Mal, dass mein Server komplett abgeraucht ist. Damals ist Uschi Blum bei Wetten, dass aufgetreten. Genau, Uschi Blum ist bei Wetten, dass aufgetreten und ich war unter dem Suchbegriff Uschi Blum, glaube ich, unter den ersten 3 bei Google. Und damals ist alles zusammengebrochen. Also das war schon denkwürdig.
hat jetzt mit Fotografie nicht so wirklich viel zu tun, aber lustig war es. Gibt es Uschi Blum eigentlich noch? Uschi Blum? Kennst du Uschi Blum? Nee, ne? Ich glaube, den Beitrag habe ich mittlerweile auch gelöscht. Müsst ihr mal gucken, sucht man auch Uschi Blum, aber ich glaube, der ist weg. Die Anfangsmonate als Blogger, ehrlich gesagt erinnere ich mich da gar nicht mehr dran, aber eins weiß ich noch ganz genau, ich konnte den einen Besucher mit Namen begrüßen, das war ich nämlich selber. Ab und zu hatte ich auch mal zwei Besucher, immer dann, wenn ich meine Frau genötigt habe, sich das auch mal anzugucken. Das waren so die Anfangsmonate. Ach ja, und am Anfang habe ich auch gar nicht über Fotografie geschrieben. Also eigentlich war 1972 ein Testprojekt, ich brauchte einen Blog zum Testen. Und dann habe ich da halt, ich habe da echt Quatsch drauf gemacht. Ne? Ich habe da so über so Pokerkram geschrieben. Und ja, dann einfach versucht mit, ich habe quasi mit Suchmaschinen experimentiert. So ist 1972 entstanden. Aber es hat sich dann doch relativ bald zu einem reinen Fotoblog entwickelt. Ich glaube, da habe ich auch mal aufgeräumt. Die ganzen Altlasten wollte ich dann doch irgendwann loswerden. Das war mir dann so peinlich, wenn da irgendjemand im Archiv stöbert. Also ich blogge eigentlich quasi so, wie es mir in den Sinn kommt. Das kommt nicht oft vor, dass ich Blogbeiträge groß im Voraus plane und sie dann zeitgesteuert veröffentliche. Ich gucke natürlich schon, dass ich jetzt das so ein bisschen entzerre. Also manchmal schreibe ich 2, 3 Blogposts hintereinander, also wenn es richtig läuft oder wenn ich Zeit habe. Und dann warte ich auch schon mal mit der Veröffentlichung, einfach um dann für den nächsten Tag noch was zu haben. Aber grundsätzlich ist das eigentlich... Ja, geht es dann online, wenn es mir in den Sinn kommt. Ja, die Besucherzahlen, die gucke ich mir natürlich schon regelmäßig an, denn das ist ja irgendwo auch das Feedback, was ich bekomme. Auf der einen Seite bekommst du als Blogger in Form von Kommentaren Feedback, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Leser, die einfach nichts machen, die einfach nur konsumieren. Und da ist natürlich letztendlich dann die Zahl in dem Statistiktool wie zum Beispiel Google Analytics einfach ausschlaggebend. Und dementsprechend gucke ich mir das auch regelmäßig an. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich immer morgens als erstes, wie viel waren da? Schon 2, 3 Mal die Woche gucke ich mir das an. Ja, wie wird man mit seinem Blog erfolgreich? Also, um ganz ehrlich zu sein, in erster Linie ist es Enthusiasmus und eigentlich darf man auch nicht darüber nachdenken, erfolgreich zu sein. Denn alle, die mit ihren Blogs erfolgreich sind, die haben das aus Leidenschaft gemacht. Das heißt, einen Blog zu starten, weil man in irgendeiner Form Ruhm, Ehre oder Geld haben möchte, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Also wer einen Blog starten möchte, wer gerne über seine Themen schreiben möchte, der muss quasi in diesem Thema aufgehen. Und nur dann ist er authentisch und nur wenn er authentisch ist, dann kauft man ihm das ab. Und ja, was man natürlich auch braucht, ist unheimlich viel Durchhaltevermögen. Also glaubt man nicht, dass ihr einen Blog startet und 2, 3 Monate später sich die ganze Welt für euch interessiert. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Es interessiert erstmal niemanden. Und irgendwann macht es vielleicht mal Klick und dann gehen die Besucherzahlen nach oben. Ich habe noch nie in meinem Leben 10 Jahre im Voraus gedacht. Woher soll ich dann wissen, wo 1972 in 10 Jahren ist? Vielleicht 1982 oder so? Man weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Zurück in die Zukunft? Marty McFly? Nee, also ganz ehrlich, mit sowas beschäftige ich mich nicht. Ich denke mal nur ein paar Wochen im Voraus.